Servus, mein Name ist Hamedner Florian vom Promotion & Training Team. Mit der Einführung der dritten Jumbo-Generation geht ein neuer, kompromissloser Senior-Ladewagen an den Markt. Setzen wir im Ladewagen-Hochleistungssegment neue Maßstäbe. Verfügbar sind sechs Modelle von 38 bis 56,6 Kubikmeter in drei verschiedenen Baugrößen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 22 bis 34 Tonnen. Saubere und verlustfreie Aufnahme auch bei Großschwaden bietet die breite 7-reihig gesteuerte Pendel-Pickup. 2300 mm nach DIN, Kurvenbahn gesteuert für höchste Einsatzsicherheit bei der Futterübergabe. Verstärkte Pickup-Zänken Durastar mit 20% höherer Standzeit. Großer Pendelbereich von 120 mm am äußeren Zänken garantieren höchste Futterqualität. Die Pendel-Pickup ist einzigartig mittig aufgehängt und seitlich durch vier Lenkerarme geführt. Zwei wählbare Tastradanlenkungen sind verfügbar. Eine Pickup-Lageregelung in Zusammenhang mit der Knickdeichsel passt sich alle 10 Sekunden automatisch an und sorgt so immer für den perfekten Öffnungsquerschnitt und damit dauerhaft höchste Durchsatzleistung. Optional können die Tasträder hydraulisch geschwenkt werden, für eine Außenbreite von nur mehr 2550 mm, zum Beispiel bei engen Feldeinfahrten. Das optional erhältliche breite Tastradfahrwerk bildet mit den Tasträdern ein großes Aufstandsdreieck. Sie sind 100% pendelfähig, welches eine perfekte Bodenanpassung gewährleistet. Das Tastradfahrwerk verhindert das Einsenken der Pickup in schwierigen Einsatzverhältnissen. Ein hydraulisch regelbarer Antrieb sorgt mit einer automatischen Drehzahlregelung je nach Ladegeschwindigkeit für eine optimal angepasste Drehzahl im Bereich von 75 bis 125 Umdrehungen pro Minute. Nur so schnell wie erforderlich. Somit hat man deutlich weniger Längsausrichtung des Futters und damit eine bessere Schnittqualität. Die Drehzahl der Pickup kann auch fix eingestellt werden. Ein weiteres Highlight ist die abnehmbare Pickup für den Transporteinsatz oder für Service- und Wartungsarbeiten. Damit ist innerhalb von 15 Minuten eine Gewichtsreduktion von 580 kg möglich und die Pickup wird geschont. Weniger Gewicht bedeutet mehr Nutzlast im Transporteinsatz. Eine Sicherheitsabdeckung für den Rotor macht den Transportwagen gesetzeskonform und schützt den Rotor vor Verschmutzungen. Ein komplett neues Antriebskonzept von 200 bis 500 PS. Drehmomentabsicherung bis 3000 Newtonmeter durch eine Nockenschaltkupplung an der Antriebswelle zum Winkeltrieb für höchste Durchsatzleistung. Ein seitlicher Riementrieb über ein sechsrilliges Powerband sorgt durch den Riemenspanner für einen sanften Anlauf aller Antriebskomponenten. Höchste Kraftübertragung und eine dämpfende Wirkung bei wechselnden Belastungen bzw. eine hohe Laufruhe im Vergleich zu stirnradgetriebenen Lösungen. Die Drehmomentmessung für den Lade- und Entlademodus erfolgt am Riementrieb. Eine Nockenschaltkupplung und somit auch das vorzeitige Ansprechen der Kupplung an der Gelenkwelle gehören der Vergangenheit an. Ein Winkelplanetengetriebe ist im Rahmen integriert, für höchste Stabilität bei voller Leistung. Durch den Riementrieb und damit verbundene Sanftanlauf können die Dosierwalzen unter Volllast geschalten werden. Kein Grazbodenvorlauf mehr erforderlich und Antriebskomponenten werden dadurch geschont. Um das Leistungspotenzial von 500 PS ausschöpfen zu können, wurde der Pressenkanal und Laderotor um 100 mm verbreitet. 11% mehr Volumen zwischen den Zinkenreihen für ein enormes Schluckvermögen durch den leistungsoptimierten Laderotor mit 8 Zinkenreihen und 850 mm Durchmesser. Eine optimale Förderkanalbreite sorgt für eine gleichmäßige progressive Verdichtung im Förderkanal und das garantiert beste und gleichmäßige Schnittqualität. Neue Kontur an den Rotorspitzen, ein neuer legierter Einsatzstahl am Rotor und die verstärkte Pressenrückwand von 4 auf 5 mm erhöhen die Standzeit um 25% und somit auch die Lebensdauer. Eine große Abstreiferfläche von 53% der Kanalbreite belässt das geschnittene Erntegut im Laderaum auch bei hoher Verdichtung. Das bewährte PowerCut Kurzschnittschneidwerk mit 48 Durastar-Messern und einer theoretischen Schnittlänge von 34 mm, den kürzesten Schnitt am Markt. Eine asymmetrische Messeranordnung kombiniert Leichtzügigkeit mit bester Schnittqualität. Einfache Handhabung mit dem seitlichen Bedienfeld, der Easy-Move-Funktion
und der hydraulisch-zentralen Messerentriegelung erleichtern die Wartungsarbeiten. Eine patentierte Einzelmessersicherung mit Vorsteuerprinzip schützen die Messer vor Beschädigung und sorgen für eine konstante Schnittqualität. Druckfedern im geschützten Bereich und viel Freiraum zwischen und unter den Messern reduzieren die Verschmutzungsanfälligkeit und erhöhen die Funktionssicherheit. Optional sind Twinblade-Wendemesser verfügbar. So kann man einmal am Tag direkt am Feld auf eine frische Schneide wechseln. Ein konischer Laderaum sorgt für eine leichtere und schnellere Entladung aller Erntegüter. Optional ist eine Laderaumerhöhung für Bereiche des Ladevolumens bis zu 2,6 Kubikmeter der Ladung ist optional für Laderaumabdeckung erhältlich. Eine bewegliche Frontwand mit einem Mehrvolumen von 4,3 Kubikmeter bringt maximale Flexibilität für alle Einsatzanforderungen. Zwei Ausführungen sind verfügbar. Standardfrontwand mit mechanisch beweglicher Futterverdichtungsklappe. Zwei Hauptzylinder steuern die bewegliche Frontwand. Die Futterverdichtungsklappe ist mit Druckfedern vorgespannt. Die Ladeautomatik ist über das Bedienpult einstellbar. Bei Vollmeldung fährt die Frontwand an vorderster Position. Optional gibt es eine intelligente Frontwand mit aktiv steuerbarer Futterverdichtungsklappe. Zwei Hauptzylinder steuern die bewegliche Frontwand. Zwei zusätzliche Zylinder steuern die großflächige Futterverdichtungsklappe. Sie regelt den Ladedruck sowie die Ausladung und garantiert höchste Futterqualität. Die Steuerung bietet eine schnelle und direkte Anpassung auf wechselnde Einsatzbedingungen. Intelligente Ladeautomatik mit drei Belademodis. Für den Ladebetrieb kann aus drei vordefinierten Modis gewählt werden. Sie ermöglichen eine optimale Anpassung an unterschiedliche Futterarten, Trockenmassegehalt und Füllgrad. Die drei Belademodis können individuell auf Ihre Bedürfnisse auch eingestellt werden. Eine aktive Bewegung der Frontwand bei Ladeautomatikbetrieb hält den Futterstock kompakt. Mit einer aktiv unter Druck gesteuerten Restbefüllung nach Erreichen der Vollmeldung lässt diese einzigartige Befüllstrategie keine Wünsche offen. Für den Häckseleinsatz fährt die Frontwand an vorderster Stellung. Zusätzlich kann die Futterverdichtungsklappe nach vorne geschwenkt werden. Der um 250 mm abgesenkte Kratzboden macht den Jumbo leichtzügig und sorgt für eine sehr gute Ausladung. Wechselbare Kratzbodenverschleißleisten schützen den Stahlblechboden vor Verschleiß. Vier Flachgliederketten mit 13 Tonnen Bruchlast und eine doppelte Verschraubung erhöhen die Einsatzsicherheit. Durch die neuen Kettenantriebsräder ist auch Hackguttransport problemlos möglich. Für den Kratzbodenantrieb sind beidseitig zwei Stufenmotoren verbaut. Eine Boost-Funktion bringt eine maximale Entladegeschwindigkeit von bis zu 35 Meter pro Minute. Beim Jumbo mit Dosierwalzen sind zwei Stück serienmäßig und eine dritte optional erhältlich. Eine stärkere Antriebswelle, eine Erhöhung der Drehzahl und eine neue Dosierwalzenform erhöhen die Entladeleistung deutlich um 33% und leeren den Ladewagen unter einer Minute. Durch den sanften Anlauf können die Dosierwalzen unter Last eingeschalten werden. Dies ermöglicht ein sicheres Überqueren am Fahrsilo, auch bei schwierigen Situationen. Durch eine Pausefunktion kann der Futterteppich geteilt werden. Einen hohen Fahrkomfort bieten die von Pöttinger entwickelten Fahrwerke. Das parabelgefederte Tandemfahrwerk mit Querstabilisator und 18 Tonnen Achslast im kleineren Modell oder die hydropneumatisch gefederten Tandem- bzw. Tridem-Fahrwerke von 20 bis 30 Tonnen Achslast. Die hydropneumatisch gefederten Fahrwerke zeichnen sich insbesondere durch die Feinabstimmung der Federungscharakteristik im leer- oder beladenen Zustand aus. Ein breiter Stützabstand. Durch die Einbindung der Längslenkerfedern am Chassis, die Verschraubung der Achsen und der breite Federabstand sorgen für eine außerordentliche Hangstabilität sowie Fahrsicherheit bei hohen Geschwindigkeiten. Ein großer Achsausgleich von 270 mm sorgt für eine bessere Steigfähigkeit im Gelände oder am Fahrsilo. Verschiedene Bereifungsvarianten sind verfügbar. 26,5 Zoll serienmäßig bzw. 30,5 Zoll optional.
höchste Sicherheit im Straßenverkehr. LED-Rück- und Begrenzungsleuchten sowie 4 LED-Leisten für den Laderaum sind serienmäßig. 2 weitere Beleuchtungspakete sorgen für besten Arbeitskomfort, auch an langen Arbeitstagen. Mit dem neuen Jumbo 7000 erreichen Sie höchste Effizienz und maximale Leistung, höchste Futterqualität, Einsatzsicherheit, gesteigerte Wirtschaftlichkeit und mehr Komfort. Stark und kompromisslos. Erleben Sie die Ladewagentechnologie neu. Mit dem neuen Jumbo sind Sie immer 2 Schritte voraus. Erfolgreicher mit Pettinger.